Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Nicole Roder und unterrichte die Instrumente Klavier und Keyboard. Beide Instrumente gehören zur Familie der Tasteninstrumente. Das heißt, wenn ich eine Taste drücke, erklingt ein Ton. Ganz einfach. Dies war ein kurzes klassisches Klavierstück, auf dem Flügel gespielt. Der Flügel und das Klavier erzeugen ihre Töne auf natürliche Weise. Aber auf dem Klavier können wir auch modernere Stücke spielen. Das zeige ich euch jetzt. Das war jetzt das gleiche Stück auf dem E-Piano gespielt. Ihr habt gehört, das E-Piano kann klingen wie ein Klavier. Das E-Piano erzeugt seine Klänge künstlich, deshalb brauchen wir hierfür Strom. Das E-Piano kann aber auch klingen wie ganz viele andere Instrumente, wie zum Beispiel die Flöte, wie eine Trompete oder wie Geigen. Hierzu drücken wir einfach einen Knopf. Und schon klingt das E-Piano anders. Oder auch. Und als nächstes zeige ich euch den kleinen Bruder von dem Klavier und dem E-Piano, unser Keyboard. Das Keyboard ist auch ein elektronisches Tasteninstrument wie das E-Piano. Die Tastatur ist kleiner als beim Klavier und als beim E-Piano. Die Tasten sind etwas schmäler und der Anschlag geht leichter. Auch hier haben wir viele, viele Knöpfe. Wir haben viele Wahlmöglichkeiten. Wir können viele verschiedene Instrumente einstellen, wie am Anfang, wie ihr gehört habt, die Orgel, Flöte und so weiter. Aber das Keyboard hat noch eine Besonderheit, und zwar die Begleitautomatik. Ich hole mir jetzt eine ganze Band dazu und die spielt mit mir mein Stück. Das war mein kleiner Einblick in die Tasteninstrumente Klavier, E-Piano und Keyboard. Alle drei Instrumente kann man schon im frühen Alter beginnen und bis zum hohen Alter spielen. Ich würde mich freuen, euch bald in der Musikschule wiederzusehen. Tschüss!